Zuschauende, ich darf Ihnen im Namen der Stadtverwaltung Arnsberg die besten Wünsche und Grüße für das neue Jahr ausrichten. Mein Name ist Sebastian Witte. Als Nachhaltigkeits- und Klimaschutzbeauftragter der Stadt Arnsberg bin ich mit den vielen Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Stadtverwaltung zuständig dafür, die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Arnsberg umzusetzen. Wir wollen damit einen Beitrag zu den Zielen der Agenda 2030 und zum Erreichen der globalen Nachhaltigkeitsziele der SDG leisten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen besonderen Gast hier in Arnsberg haben. Sie ist Arnsbergerin, sie kommt aus Hüsten und sie hat das Projekt Everwave in Aachen gegründet, das sich dem Schutz der Meere und der Ozeane verschrieben hat. Ich freue mich sehr, dass Marcella heute hier ist. Bitte. Hallo Arnsberg, mein Name ist Marcella Hansch und ich bin die Gründerin von Everwave. Wir bei Everwave haben angefangen mit einer visionären Idee, die Meere vom Plastik zu befreien. Und inzwischen sind wir aber viel näher an die Wurzel des Problems gerückt. Wir haben Technologien entwickelt, die wir einsetzen in Flüssen und in Stauseen, um den Müll schon einzufangen, bevor er ins Meer gelangt. Und außerdem sind wir super aktiv im Bereich Bildung, weil wir eben zeigen wollen, dass jeder Einzelne mit seinem Engagement einen riesen Beitrag leisten kann. Wir sind inzwischen weltweit aktiv, arbeiten mit unterschiedlichen Akteuren zusammen. Das sind zum einen Schulen, Unternehmen, Organisationen, aber auch die EU und die UN. Und wir können diese Nachhaltigkeitsziele natürlich nur erreichen, wenn wir alles zusammenhalten. Das ist jedes Land, jede Stadt, jedes Unternehmen, aber auch eben jeder Einzelne von uns. Und oft denkt man ja irgendwie so, dass ein Einzelner überhaupt irgendwie keinen Beitrag in der großen Masse leisten kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also zum Beispiel, wenn wir in Arnsberg, wenn ein einzelner Bürger oder eine einzelne Bürgerin komplett müllfrei lebt, ist das zwar verrückt und auch super gut, aber was einen viel größeren Effekt macht, wenn zum Beispiel halb Arnsberg oder vielleicht sogar ganz Arnsberg einfach sein Abfallaufkommen um zum Beispiel ein Drittel reduziert. Also wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, ist das in der Masse am Ende viel, viel mehr und viel effizienter. Und da können wir eben als Einzelner unglaublich viel erreichen. Und wir können unsere Macht als Konsumenten total ausnutzen bei jedem Einkauf. Also wir können uns entweder für ein Produkt entscheiden oder gegen ein Produkt entscheiden. Wir können beim Einkauf entscheiden, ob wir ein Unternehmen mit unserem Kauf unterstützen oder ob wir es eben nicht tun. Und damit können wir am Ende einen unglaublichen Impact leisten und die Welt ein Stück besser machen oder auch ein Stück verändern. Und wir haben, denke ich, im letzten Jahr gesehen, wie schnell wir Menschen uns an Veränderungen anpassen können, wie schnell wir etwas verändern können, wie schnell wir handeln können. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir Menschen auch die Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Und ich freue mich total, dass gerade Arnsberg, meine Heimat, da so auf der Vorreiterrolle ist und sich total engagiert und das Thema der SDGs so groß auf der Agenda hat. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues und vor allen Dingen positives und nachhaltiges neues Jahr.